Grüß euch, ich bin der Alex. Ich möchte euch heute gerne ein Messer vorstellen, und zwar ist es dieses Messer hier, nämlich das Mora 2000S. Tja Leute, das Mora Messer habe ich natürlich gleich ausgepackt und mir etwas genauer angesehen. Und warum ich mich jetzt für ein Messer entschieden habe oder für das Mora Messer entschieden habe, das liegt daran, da ich eigentlich in meinen Rucksäcken immer ein Messer mit mir mitführe. Ich habe allerdings jetzt noch einen Rucksack, wo ich noch kein Messer mit mir mitführe, und das war eben der Grund, warum ich mich jetzt für ein Messer entschieden habe. Dass es jetzt das Mora Messer ist, das war ein reiner Zufall, aber Mora ist ja sowieso sehr bekannt in der Survival-Bushcraft-Szene, und das war auch der Grund, warum ich mich jetzt eben auch für das Mora-Messer entschieden habe. Das war wieder ein reiner Zufall. Ich bin beim Hornbach gewesen. Ich habe eigentlich ganz was anderes gesucht. Das ist eben das Problem bei uns Männern, wenn man uns erstens einmal alleine losschickt, ja, und vor allem dann uns noch in so Baumärkte losschickt, kommen wir meistens mit mehr zurück, als ja, was wir eigentlich kaufen wollten. Und das war eben auch der Grund, warum ich ja auch noch zusätzlich mit diesem Messer angetanzt kam. Aber ich muss sagen, ja, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, denn das Messer gefällt mir erstens einmal sehr gut. Ihr wisst ja, ich mache ja bei jedem Messer so einen kleinen Outdoor-Test, ob es auch für den Outdoor-Bereich geeignet ist. Und wie schon gesagt, ich kann es kaum erwarten, und ich würde sagen, ich lege jetzt gleich einmal los. Das Mora 2000S ist ein echter Hingucker. Es ist mit einer polierten 2,5 mm starken Klinge, die aus schwedischem Edelstahl 12C27 Sandvik von höchster Qualität gefertigt ist, ausgestattet. Gehärtet und behandelt ist der Edelstahl nach einem geheimen Firmenrezept in der Fabrik in Mora, Schweden. Das Kandi-Schleifprofil ist leicht scharf zu halten, während die Klinge mit dem Profilschliff auch erhöhte Präzision gewährt. Das Griffmaterial besteht aus einem TPE-Griff, einem Thermoplastik-Elastomer, und liegt bei einem jeden Wetter gut in der Hand, was bedeutet, dass das Arbeiten mit dem Messer zu jeder Jahreszeit gleichermaßen sicher, angenehm und bequem ist. Die Scheide aus grünem Polymer hat eine Schlaufe aus Leder, damit das Messer immer griffbereit am Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann. Die Klingenlänge beträgt 10,9 cm. Klingenstärke 2,5 mm, die Gesamtlänge beträgt 22,4 cm. Mit Scheide hat das Messer ein Gesamtgewicht von 138 Gramm und ohne Scheide hat das Messer ein Gewicht von 79 Gramm.
Leute, kommen wir jetzt zum Fazit. Und das Fazit dieses Messers fällt auf jeden Fall positiv aus. Es ist auf jeden Fall ein zuverlässiges und robustes Outdoor-Messer, das man ohne weiteres auch im Survival oder Bushcraft oder generell im Outdoor-Bereich einsetzen kann. Das Messer liegt sehr gut in der Hand. Es hält sich sehr gut in der Hand, es greift sich sehr gut und das Arbeiten mit diesem Messer hat auf jeden Fall einen riesen Spaß gemacht, weil es auch verdammt scharf ist. Ihr habt gesehen, zur Not kann man auch damit etwas dickeres, stärkeres Holz damit bearbeiten. Es ist auf jeden Fall möglich und wenn ich jetzt hier vorsichtig mit dem Finger noch über die Schneide fahre, spüre ich, dass es immer noch verdammt scharf ist. Der Messerrücken, der kann auch eingesetzt werden, wie zum Beispiel, wenn man jetzt Holz entrinden möchte. Ich hätte mir auch erwartet, dass ich damit vielleicht auch mittels Feuerstahl ein Feuer machen kann. Das war leider nicht möglich, das geht leider nur mit der Schneide. Geht zur Not, ja, ich bin zufrieden. Es funktioniert auf jeden Fall, dass man es mit der Schneide ein Feuer anbekommt, also ein Feuer machen kann mittels Feuerstahl und das ist schon okay für mich. Ansonsten bin ich wirklich sehr froh, ein weiteres Outdoor-Messer zu besitzen, wo ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr robust und sehr zuverlässig ist. Und dieses Messer kommt auf jeden Fall in meinen Rucksack. Und ich weiß, dass ich dann auf jeden Fall auch in dem anderen Rucksack dann immer ein Messer mit mir mitführe, wo ich weiß, dass es auf jeden Fall ein zuverlässiges Outdoor-Messer ist, worauf ich mich verlassen kann. Okay Leute, das war es jetzt aber auch schon wieder mit meinem Video. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr jetzt wieder mit dabei gewesen seid, dass ihr reingeschaut habt. Danke für euer Interesse. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Nichts wie hinaus. Draußen ist es doch am schönsten. Macht es gut und bis demnächst.